Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte mit euch heute über blockierende Glaubenssätze sprechen. Erstmal, was sind blockierende Glaubenssätze? Also Glaubenssätze sind Überzeugungen, die wir glauben, die wir haben. Und diese Glaubenssätze, die lenken uns, die führen uns, die leiten uns, die beeinflussen unser Verhalten, unsere Entscheidungen. Sie beeinflussen, wie wir Dinge bewerten, wie wir Dinge auch sehen. Aber diese Glaubenssätze entsprechen nicht zwangsläufig der Wahrheit. Das sind einfach Sätze, die sich in unser Hirn eingebrannt haben, weil die schon so lange da sind. Die sind meist irgendwann in unserer Kindheit entstanden, weil wir die von Eltern, von Lehrern, von anderen Bezugspersonen einfach ständig gesagt bekommen haben. Und damals als Kinder haben wir diese Aussagen als Wahrheit angenommen. Wir haben das nicht hinterfragt. Wir haben nicht hinterfragt, ob wir wirklich perfekt sein müssen, ob wir wirklich zu dick sind, nicht schön genug sind, nicht gut genug sind. Manche Glaubenssätze sind aber auch entstanden, weil wir uns so gefühlt haben, weil wir uns vielleicht nicht geliebt gefühlt haben. Und da können so Glaubenssätze entstehen wie, ich bin nicht liebenswert oder ich bin nicht gut genug. Wenn wir vielleicht auch vermittelt bekommen haben, dass wir erst etwas leisten müssen, bevor wir Anerkennung dafür bekommen und Anerkennung gleichgesetzt wurde mit Liebe in der Kindheit zum Beispiel. Und das können so Sätze sein wie, ich bin nicht gut genug, ich muss perfekt sein, ich muss eine perfekte Mutter sein oder auch, ich bin nicht liebenswert, ich bin ungewollt. Und wenn man diese Glaubenssätze hat und sich auch nie darum kümmert, dass die irgendwann nicht mehr da sind, dann ist man einfach permanent unzufrieden mit sich selbst und man fühlt sich fremdbestimmt und auch ferngesteuert durch diese Sätze. Und eigentlich lebt man ein Leben für die anderen und nicht für sich selbst. Das habe ich jedenfalls gelernt, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Also einer meiner Glaubenssätze war zum Beispiel, ich bin schüchtern. Mir wurde das früher so gesagt und ich habe das nicht hinterfragt, also habe ich mich auch schüchtern verhalten. Und dann wurde diese Aussage, ich bin schüchtern, natürlich auch bestätigt. Also habe ich es als Wahrheit angenommen, bis ich irgendwann vor ein paar Jahren diese Aussage hinterfragt habe und gemerkt habe, nee, ich bin nicht schüchtern. Und deswegen sage ich das auch nicht mehr von mir, dass ich schüchtern bin, weil ich es einfach nicht bin. Aber ich habe es einfach angenommen. Es war für mich eine Wahrheit, die in mir impliziert war und ich habe danach gehandelt. Und so funktioniert das ganze System. Auch dieser Glaubenssatz, ich bin nicht wichtig, heißt, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig, meine Wünsche sind nicht wichtig. Ich stelle mich immer hinten an. Zuerst kommen die Kinder, der Partner, die Familie. Das war auch ein Glaubenssatz, der lange in mir verankert war. Und der erste Schritt ist, wenn man so blockierende Glaubenssätze gerne auflösen möchte oder sich das Thema ganz allgemein mal angucken möchte, ist, dass man natürlich erstmal rausfindet, was sind denn das für Glaubenssätze? Und das ist so der erste Schritt, sich diesen Glaubenssätzen eigentlich erstmal bewusst zu werden. Ich habe einen Kommentar gelesen, da schrieb eine Mama, ach, sowas habe ich zum Glück nicht. Man hätte den Satz anders formulieren müssen, nämlich, ich kenne meine Glaubenssätze nicht. Denn Glaubenssätze hat jeder von uns. Es geht einfach nicht, dass man sie nicht hat, dann wäre man ein kleines Kind. Aber als erwachsener Mensch hat man Glaubenssätze. Die müssen nicht zwingend negativ sein, die können auch positiv sein, aber man hat auf jeden Fall Glaubenssätze. Und ich glaube, es ist sehr unrealistisch zu sagen, ich habe keinen einzigen negativen Glaubenssatz. Und wenn man für sich diese Glaubenssätze herausgefunden hat, geht es dann darum, dass man für sich selbst entscheiden muss, möchte ich diesem Glaubenssatz noch folgen? Möchte ich weiterhin nach diesem Glaubenssatz leben? Möchte ich diesen Glaubenssatz weiterhin glauben, also als wahr empfinden? Und je nachdem, wie die Entscheidung ausfällt, fängt man dann Schritt für Schritt an, diese negativen Glaubenssätze aufzulösen. Weil es ist nicht nur dieses, okay, ich glaube es jetzt einfach nicht mehr. Es ist ein wesentlicher Schritt, aber da gehört noch einiges mehr dazu, um wirklich blockierende Glaubenssätze aufzulösen und für sich selbst dann positive Glaubenssätze zu erschaffen, die tatsächlich der Wahrheit entsprechen und die ich auch glauben möchte. Und diese Arbeit mit Glaubenssätzen, das braucht einfach einen geschützten Raum, das braucht auch Führung und Unterstützung. Und genau dafür habe ich das Gruppencoaching im Oktober kreiert. Das Gruppencoaching im Oktober hat nämlich das Thema blockierende Glaubenssätze auflösen. Und für alle, die vielleicht hier neu sind, wiederhole ich einfach nochmal, wie so ein Gruppencoaching bei mir abläuft.
Es gibt dann immer kleinere Coaching-Gruppen von 3 bis 4 Mamas, die miteinander arbeiten, mit mir zusammen natürlich. Ihr bekommt dann die Schritt-für-Schritt-Anleitung für diese, wie man diese blockierenden Glaubenssätze auflöst, mit Input, mit Meditation, mit ganz viel Unterstützung voneinander, auch immer die individuelle Unterstützung an mich, also auch immer die Möglichkeit, mich direkt anschreiben zu können und direkt schauen zu können, wie kann ich dir helfen, weil das halt schon für jeden auch eine individuelle Sache ist. Individualität ist ein ganz wichtiges Thema bei meinen Gruppencoachings. Ich bin selber Mama, ich weiß, wie das ist. Und ihr entscheidet immer selbst darüber, wann möchte ich mich hinsetzen und mich an die Übungen setzen, wie viel Zeit möchte ich investieren, möchte ich das täglich machen, möchte ich das nur 1 bis 2 Mal die Woche machen. Hängt ganz von euch ab. Und 2-mal innerhalb dieses Monats, also innerhalb dieser 4 Wochen, sehen wir uns auch live. Da können wir alle miteinander sprechen, da kann man auch intensivere Coaching-Übungen zusammen machen, da kann man Fragen einfach viel, viel besser beantworten. Und wenn du daran teilnimmst, dann machst du dich einfach frei von diesen alten Glaubensmustern und du nimmst dein Leben wieder selbst in die Hand. Du bestimmst die Richtung deines Lebens. Und einen wichtigen Satz möchte ich noch sagen: Glaube bitte nicht alles, was du denkst. Und wenn du am Gruppencoaching im Oktober teilnehmen möchtest, den Preis habe ich noch nicht gesagt, 87 Euro kostet ein Gruppencoaching, dann schreib mir jetzt sehr, sehr gerne eine Nachricht per E-Mail, bei Facebook, bei Instagram, bei WhatsApp, wenn du dort dabei bist. Und dort kannst du mir auch noch alle offenen Fragen zu dem Thema stellen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit euch in den Kommentaren und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!